Nase juckt. Nee, gibt's aber einen Haken bei den Brunnen? Oder nicht? Wäre gut, wenn. Auch wenn ich überwiegend weiß, welche ich war, aber irgendwann vergesse ich das bestimmt auch mal. Ich habe mir gestern wirklich eine Pizza bestellt. Ich hatte irgendwie echt Bock auf eine Pizza. Ja, das ganze Set. Ich zeige dir das mal eben nochmal auf der Karte. Das ganze Set kannst du immer bei diesen Inseln finden. Diese hier, die sehen so aus in der Luft. Kann man immer erreichen von dem Turm in der Nähe aus. Insel der Kühnheitsprobe. Einmal unten rechts gibt es eine. Hier im Norden gibt es noch eine Tapferkeitsprobe. Und im Westen gibt es auch noch eine. Wie gesagt, kannst du immer mit dem Turm in der Nähe erreichen. Ausdauer könnte bei einem Ring aber knapp sein bei manchen Inseln. Wenn du jetzt noch keine Hilfe von. Ah, du hast ja schon ein paar Dungeons, hast du gesagt, gemacht. Du wirst schon ein bisschen Ausdauer wahrscheinlich haben. Oder vielleicht sogar Tulin. Damit geht es natürlich einfach. Wieder ein Diamant, wieder 500 Rubis mehr. Das ist gut. Denn die Dinger nutze ich nur für Geld. Kein Bock, die Sachen in eine Waffe zu packen. Oh, nehmen wir das Ding mal. Irgendwie, ich weiß nicht, kann man sich diese Fähigkeiten, die wir jetzt haben, eigentlich noch wegdenken? Bei BOTW hat es mich nicht so gestört, dass wir jetzt andere Fähigkeiten haben. Aber diese hier wie Ultra Hand oder Synthese, finde ich, passen perfekt in so ein Spiel rein. Zeitumkehr ginge noch, dass es weggenommen wird. Deckensprung, ist natürlich auch cool, aber könnte ich am ehesten wahrscheinlich darauf verzichten. Deckensprung und Deckensprung und Zeitumkehr könnte ich wahrscheinlich am ehesten darauf verzichten. Aber früher hatten wir das ja auch so. Wir hatten irgendwie immer einen Enterhaken, wir hatten einen Bogen, wir hatten einen Bumerang. Es war irgendwie fast immer drin im Zelda. Oder Bomben. Hier sind auch Bomben drin, wie früher wieder. Und jetzt wäre das halt cool, wenn sowas wie Ultra Hand oder Synthese irgendwie ein wichtiger Bestandteil der Spielereihe wird, weil das perfekt in diese Open World das System reinpasst. Und Ultra Hand sorgt dafür, dass man viele Möglichkeiten hat, Rätsel zu machen. Vor allen Dingen viele verschiedene Möglichkeiten, diese Rätsel zu lösen. Diese zwei Fähigkeiten, finde ich, sollten bleiben. Aber gut, warten wir ab. Habe ich das ganze Vogelset an? Sauber. Sieht cool aus. Ich mag es aber nicht, wenn diese Waffen immer so klobig aussehen. Oder zum, ja, klobig ist vielleicht das falsche Wort. Damit kann man richtig gut jetzt lenken beim Fallen. Geht halt viel schneller. Ja, diese Rüstung ist auch gut. Du kannst halt viel besser in der Luft dich bewegen jetzt. Echt, Mike? Okay. Auf Pizza bestellen hätte ich heute auch Lust. Durch Ultra Hand könnten die auch einen Zelda-Maker rausbringen. Setze Truß. Hast du eigentlich recht? Würde gehen. Zeitumkehr nutze ich irgendwie wenig. Es gibt Situationen, wo man die nutzen kann. Aber ich sag ja gerade, Zeitumkehr und Deckensprung sind das, was ich am ehesten rausnehmen könnte, weil irgendwo muss ja auch Platz für neue Fähigkeiten sein. Am ehesten könnte man die zwei wegnehmen. Die anderen zwei, finde ich, sind für das Prinzip des Spiels wesentlich sinnvoller. Windstärke. Kizunono. Oh, schon wieder so ein Windschrein. Also wie früher, erinnert mich so an diesen Windschrein, der bei den Ornis war. Komisch, dass der jetzt hier irgendwo steht. Ganz woanders. Ich denke mal, ich muss damit so und dann so. Ist das wirklich nur das? Schon wieder so ein kleiner Schrein, ne? Auch interessant. Dreht sich das jetzt von alleine? Versuche ich mal was selber. Ich muss was anders machen. Oder kann ich das selber losdrehen? Und das dreht sich dann? Nee. Gut, dann müssen wir die seitlich hinpacken. Das war eigentlich klar, aber ich dachte, ich kann das mit dem Ding drehen. Yeah, Karussell! Upp, aus. Aus. Oh, kann man das Ding auch hochheben eigentlich? Kann man nicht.
Moment, aber bevor wir weitermachen, ich habe die Truhe gesehen, muss ich mich vielleicht selber hier hochpushen. So läuft das Ding gerade richtig hinzudrehen. Anscheinend. Okay, da, ey, wow. Also entweder ist das nur so ein kleiner Tutorial-Kram. Aber ja, ich dachte, da kommt jetzt vielleicht noch so ein kleines Rätsel dazu, wie man da rankommt, aber nee. Gut, wie rum ich das drehe, ist egal. Warte, habe ich das richtig rum gemacht? Doch, ich dachte schon, ich habe den einen falsch rum. Jo, perfekt. Ich benutze es auch kaum zum Bauen, also Ultra Hand. Ich benutze halt, man kann es aber perfekt nutzen für die ganzen Rätsel. Deshalb will ich es halt behalten. Zum Bauen habe ich jetzt auch nicht so Lust zu. Ich will halt lieber andere Dinge machen als bauen. Glaubst du, die Zeit wird noch erhöht werden im Game? Also Zeitumkehrmodul? Es gibt wohl, also soweit ich das jetzt, ich weiß es nicht, ob es so ist. Ich weiß nur, dass ich eine Fähigkeit gekriegt habe, ein Item gekriegt habe, womit man, damit kann man anscheinend Waisensachen verstärken. Kann sein, dass wir die Waisenfähigkeiten verstärken, nicht die Module. Also, wie auch immer sie heißen. Heißt ja nicht richtig, heißt ja eigentlich nicht Modul, ne? Aber könnte man Modul nennen. Ich hab eine Frage, warum das Master Sword keine Damage-Anzeige? Warum sie die rausgenommen haben bei dem Master Sword, weiß ich nicht, aber soweit ich das verstanden habe, also laut meinen Tests hat das 30 Schaden. Und wahrscheinlich beim Leuchten das Doppelte, wie das alte Master Sword im BOTW. Kommt zumindest so rüber, als ich das gegen den Gegner getestet habe. Wird vielleicht mit zukünftigen Content zu tun haben, aber nur Spekulationen. Dass das Master Sword keine Damage-Anzeige bekommt? Wäre cool, weil dann würde es ja für mich schon mal heißen, dann ist die Chance höher auf den DLC. So. Ach, gerade als ich dachte, wir hätten das blöde Ding gefunden. Wer weiß, wie lange es noch dauern würde, sie alle zu öffnen. Puh, ich kann jetzt schon nicht mehr. Ganz gleich, welche wir öffnen. Es sind immer nur grüne Rubine drin. Vielleicht will uns da jemand veräppeln. Was denn los? Moment mal, Prison, siehst du den? Hey, du. Ja, du da. Hör auf, uns zu belauschen. Sag mal, hast du etwa auf Rahmen das Schatz dort in der Höhle abgesehen? Dazu habe ich heute auch einen Guide gemacht, aber das war ein anderer Ramdas-Schatzkram. Damit hat es auch, das war auch keine richtige Quest. Das hier ist, auch anscheinend Ramdas-Schatz. Ich weiß nicht, wie viele es davon gibt. Wie viele Ramdas-Schätze gibt es denn? Prison, halt deine Klappe. Hoppla, da habe ich mich doch glatt verquasselt, aus Versehen Ramdas-Schatz erwähnt. Tut mir leid, Dummy Duck, der Name. Ramdas-Schatz? Na schön, wenn du es unbedingt wissen willst. Ramda war ein berühmter Räuberkönig, der in der Vergangenheit sein Unwesen in Hyrule getrieben hat. Bekannt war Ramda aber auch für seinen außerordentlichen Sinn für Mode. Man erzählt sich, dass Ramda Zeit seines Lebens kleine Stücke gesammelt und diese irgendwo in Hyrule versteckt hat. Genauer gesagt in Höhlen, die durch den Kataklysmus nun wieder freigelegt worden sind. Und deshalb sind wir nun hier. Wir haben diesen Ort zuerst gefunden und du wirst uns den Schatz ganz sicher nicht vor der Nase wegschnappen. Keine Sorge, zwischen all den vielen Schatztruhen wird er Ramdas Schatz im Leben nicht finden. Stimmt auch wieder. Also gut, du da. Geh ruhig in die Höhle, wenn du willst. Wenn es uns beiden schon nicht gelungen ist, den Schatz zu finden. Du müsstest schon die Nase eines Hundes haben, um unter all diesen Kisten irgendwas zu entdecken. Das ist Dummy Duck. Wenn wir uns bei einem Hund mit Essen einschmeicheln, findet er vielleicht den Schatz für uns. Hast du wohl den Knall nicht gehört, Prison? Entschuldige, Dummy Duck. Gut, ich weiß das schon, welche Truhe das ist. Ich wollte eigentlich erst ein Video davon machen. Hab's aber dann gelassen, weil den Rest möchte ich gerne dann erstmal hier machen. Morgen mache ich das. Das weiß ich, Wild, das weiß ich. Das ist auch das Video, was ich morgen machen will. War es heute geplant, weil ich das fertig, aber ich dachte so, nee, heute nicht. Machen wir es erstmal hier. Wir machen es erstmal im Stream. Aber danach, also mehr weiß ich ja wieder nicht mehr. Da. Okay, eine Flammenhose bei Hitze-Feuerangriff. Diese rituelle Hose aus alten Zeit speichert Hitze und soll so in sehr heißen Gebieten Flammenangriffe ermöglichen. Finde ich ja cool. Ich glaube, sowas gibt es bestimmt auch noch mit Schnee. Ich hätte lieber aber noch Schneestiefel oder sowas.
Aber das ist halt kein Set, ne? Aber ich finde das geil. Das ist auch übrigens neu dieses Jahr. Das ist neu, dass wir jetzt bei Hitze noch extra Feuerangriff und so kriegen. Daher wird immer mehr RPG. So, mein Switch-PB wurde erfolgreich geändert. Wahrscheinlich zu Tulin. Nicht zu fassen, du bist fündig geworden. Wir waren neugierig und sind dir gefolgt. Aber wir hätten nie damit gerechnet, dass du unter all den Truhen die richtige findest. Hier, wenn es um Schätze geht, gilt ein altes Gesetz. Was man findet, darf man auch behalten. Nur keine Sorge, wir werden dir den Schatz schon nicht abnehmen. Unglaublich, da kann man glatt neidisch werden, ob es hier wohl sonst noch irgendwas abzustauben gibt. Ich werde lieber mal nachsehen. Aus dem Weg! Was haben wir denn da? Dubidak, Sidur. Yeah, aus Wind Waker. Ach, nur eine alte Flasche. Das war's dann wohl mit den Schätzen hier. Komm, Prison, suchen wir uns eine andere Höhle. Jawohl, Dubidak. Dann gibt's wohl noch mehr. Die Jagd nach Ramdas Schatz. Hier haben wir jetzt richtig eine Quest. Ja, aber es gab halt auch einmal diese Trulla. Die hat uns noch einen Ramdas Schatz erzählt. Die läuft ja hier lang. Hier. So ein bisschen irgendwie hier so den Weg lang. Ich weiß nicht, wie weit genau. Ich weiß, dass die am Wasser hier vorbeikommt. Und dann kriegen wir 3x auf der Karte. Das ist aber keine richtige Sidequest. Die wird nirgendwo gespeichert. O Finder meines Schatzes, lies meine Worte. Diese Flammenhose ist nur eines meiner verborgenen Kleinode. Weitere erlesene Stücke habe ich in geheimnisvollen Ohren allenthalben in Hyrule versteckt. Allenthalben? Allenthalben, glaube ich, heißt das, ne? Ich weiß auch, was das eine Wort jetzt heißt, was ich letztes Mal nicht konnte, dieses französische. Aber ich Ensemble und sowas heißt Ensemble. Das habe ich extra, das habe ich bei L3 in sein Let's Play gehört. Ich habe nie die Sprache, französische Sprache gehabt. Ich kannte das Wort nicht. Als Lohn für deinen Spürsinn erhalte nun diesen Hinweis auf nächstes Stück. Grimmige Gottheit klinge mit Namen. Grimmige Gottheit klinge sogar? Kehre in Gestalt der grimmigen Gottheit hierher zurück. Damit dieses gelingen kann, musst du 3 Orte aufsuchen. Ach Quatsch, man kriegt sogar die Waffe, wenn man mit allen hier hingeht. Okay. Die Schlafkammer auf der roten Zitadelle in Akala sowie des Totenschädels linkes Auge. Ich glaube, das linke Auge. Ja, stimmt, linke Auge, ja. Das rechte Auge war nämlich ein Loch, das habe ich schon gesehen auf der Karte. Und auch den uralten Baumstumpf der Ebene von Hyrule. Das haben wir schon. Das Teil haben wir schon. Ramdas Schatz, grimmige Gottheit. Dann machen wir das mal. Also, das Auge ist ja jetzt nicht so schwer. Was war das andere? Ich habe bis dahin. Bis dahin hatte ich jetzt gespielt. Ich habe die Quest gesehen, habe ich dann wieder ausgemacht. Das so, und dann dachte ich so, okay. Also, ich wollte erst ein Video machen und dachte mir, nee, das machen wir zusammen. Da habe ich Bock drauf. Ich habe eh schon genug gemacht. Das machen wir zusammen. Das eine haben wir halt schon. Aber jetzt kommen noch die beiden. Räuber Ramda schrieb Kai Erkering und bla bla. Die Schlafkammer auf der roten Zitadelle in Akala, so wie der des Totenschädels. Die Schlafkammer auf der roten Zitadelle in Akala. Also das da hinten ist einfach. Das ist da. Na, gucken wir mal. Habe ich doch gerade gesagt, Wild, dass ich das machen will. Wir machen es ja sogar gerade live im Stream. Aber ja, was ich heute hier mache, wird wahrscheinlich nach dem Stream oder morgen auch als Video da sein. Yay! So, da ganz hinten. Warte, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich jetzt hingegangen? Ja, da hinten habe ich ja noch gar nichts geholt, ne? Was soll ihr denn noch? Zitadelle? Die Schlafe auf der roten Zitadelle in Akala. Okay. Habe ich aber nicht auf der Karte. Was ist denn alles Akala? Das hier einmal so lang. Ist das das, was früher der Turm war? Das hier?
Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt da? Ah, das haben wir auf der Karte. Aber warum stehen bei den anderen Sachen Namen? Bei weichen Sachen nicht. Muss halt finden. Okay, ich guck mal nach. Weil das ist so ein großes Gebäude gewesen. Wobei, es sieht nicht mehr so groß aus. In Hyrule Warriors war das nämlich Heile. Ich weiß aber nicht mehr, was das für einen Namen hatte. Aber da steht Schlafkammer, ne? Ja gut. Eine Ruine kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Oder sind Ruinen auch irgendwelche Schlafkammern? Also diese kleinen Ruinen meine ich jetzt. Wo haben wir sie denn? Hier, so, ah ja, okay. Tarinensumpf. Naja, wir werden es ja sehen. Wir werden es gleich sehen. Ich gehe erstmal hin. Ansonsten. Nee, da sind jetzt andere Sachen. Das, ach, das ist von der ganzen Dumpster-Sache. Okay. So. Falls ihr am Suchten. Ja, Suchen ist das falsche Wort. Ich kenne höchstens die Zitadelle der Zeit. Nee, Ruinen der Akala-Festung. Aber da oben war ein Schrein. Dann holen wir den mal. Hätte auch besser fliegen können. Oh nein, Hände! Ja, ja. Lass mich Ruhe. Oh, die Musik ist aber geil. So, ist das jetzt ein Dingenschrein? Segenschrein? Das könnte auch ein Segenschrein schon was. Nee, Quatsch. Da kommt man viel zu einfach mit dem Turm. Das hat mich auch gewonnen. Versteckte Fahrt. Oh, ist das wieder sowas, wo unten der Wind irgendwo runterkommt? Das hatten wir in BOTW ja schon. Okay, da oben ist das Ende. Deckensprung haben sie, glaube ich, auch nicht so oft genutzt. Was kann man jetzt hier machen? Okay, es verwirrt mich irgendwie ein bisschen. Da kann man hoch. Ist da auch eine Truhe? Ich kann das Ding halt immer drehen, aber ich musste das ja so rumdrehen, dass ich rein kann. Oh, das war eine Truhe. Da links war auch noch eine Truhe, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, oder? Oder kann ich das Ding hier drin immer noch weiter drehen? Ja gut, es dreht sich noch weiter. Na gut, die Truhe. Ah, okay, wir kommen da, glaube ich, von hier aus hin. Ja, okay, alles klar. Jetzt habe ich aber auch, glaube ich, ein Problem. Ich glaube, jetzt habe ich mir den Weg versperrt, zurückzukommen. Nee, da kann man mit Dingens noch hoch. Alles gut. Wie komme ich jetzt nach oben? Ist da noch eine Truhe oder war das die von eben? Oh, ist noch eine Truhe. Ha! Alles voll hier. Wir könnten das jetzt einfach machen. So, und dann renne ich hin. Ich denke mal, wir müssen uns irgendwie nach oben boosten können. Ich könnte mit Pfeilen darauf schießen. Hier gibt es noch was anderes. Hier sind noch so Sachen. Ah, das ist die Truhe. Kann man auch wieder raufspringen? Aber ich komme oben halt nicht ran, ne? Egal, wie ich mich hochdrehe, ich werde ja wieder runterfallen. Achso, warte mal. Moment mal. Okay, doch nicht. Ich sehe gerade, das hier muss ich nutzen.
Oder? Ist das auch, nee, da ist eine Lücke. Da ist eine Lücke. Dann muss ich mit dem Ding von außen es andersrum drehen. Und dann hiermit wieder richtig. Weil der dreht andersrum. Wir brauchen ein so ein Ding ins... Was mich nach oben bringt. Das Problem ist halt nur, dass ich auch irgendwie wieder reinkommen muss. Jetzt drehe ich das Ganze halt nur. Aber ich komme ja nicht mehr rein. Vielleicht doch mit Pfeilen? Irgendwie weiß ich nicht. Klar, man kann es natürlich leicht umgehen. Mit Pfeilen, dann bleibe ich wenigstens drinne. Okay, das ist doch schon mal richtig. Ich muss es, nee, ich muss noch ein paar Mal drehen, dann ist richtig. Dann komme ich auch nach oben. Okay. Ich weiß halt nicht, ob Pfeile jetzt hundertprozentig notwendig waren, dass es auch anders geht. Ein Pfeil ist ein bisschen einfacher, als wenn ich da jetzt irgendwie einen Weg suche, wie ich noch perfekt reinkomme, plus Drehung. Das ist auch meine erste Reaktion auf Hände. Ja, mittlerweile weiß ich ja, wie man die gut besiegen kann, aber ich habe keinen Bock, die zu bekämpfen. Oh, jetzt ist auch noch die Lücke hier. Ja gut, das ist jetzt ja nicht das Problem. Segenslicht! 4 von 5. Quatsch. Von 4 auf 5. Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Ah. Ich muss wissen, wie das Ding Age of Calamity alles hieß. Eine Ruin der Akala Festung. Ah, steht Zitadelle in der Quest, ne? Die Schlafkammer auf der roten Seele in Akala, sowie das Totenschädels. Aha. Was soll es sonst hier sein? Harimbuch, da ist es nicht. Ein Krog? Das ist ein Krog, oder? Nee. Hier ist irgendwie nur Quatsch. Ach so. Eine Rakete. Aber weißt du, das, was so rot aussieht? Der Boden hier. Der Boden hier. Kann man hier was lesen? Naja. Gardehellebarde. Ich weiß ja, das Ding mal weg. Und dann werden wir einfach mal ein bisschen rumgucken. Dann gurken wir einfach ein bisschen rum. Oh, Hände. Aber hier ist nichts mehr, oder what? Ich weiß halt gar nicht... Ich bin halt nie viel in diesen Ding rumgelaufen, als ich das im BOTW gespielt habe. Was jetzt nicht schlimm ist, ne? Aber... Ich kann mir gerade halt nur nichts anderes mehr vorstellen, Akala. So riesig ist es jetzt auch nicht. Es wäre halt schön, wenn irgendwie so ein Name oder so kommt, wo Schlafdingens steht. Dann wisst man Bescheid. Ist auch noch Eingänge hier? Hä? Da geht's jetzt rein? Ist eine Höhle oder was? Okay. Okay, das ist neu. Okay, einfach nur ein. Aber hier ist noch bestimmt noch ein Majoi irgendwo. One shot. One kill. Mann, komm runter. Ah, da oben, okay. Das ist halt der Majoi.
Ist das ein anderer als die ich hatte? Nee. Ach, das eine war vorhin ein blauer, ne? Okay. Was ist der andere? Wer nervt? Wer nervt? Du bist es. Zack. Headshot. Schön, dass ich mal wieder so viele Pfeile habe. Ich habe mal wieder ein paar Pfeile gekauft. Wie immer. Ah, das sind die sind zum ersten Mal, gibt's die doch, oder nicht? Ich hab den Gegner vorher noch nie gesehen. Also die Gegner sehen für mich komplett neu aus im Zelda-Franchise. Ja, okay, mit Gardeschwert. Schmeiß mir die Hände weg. Oh, da hätten wir noch so viele Items, die schlecht waren von mir. Egal. Die Hände mag ich nicht so gerne. Okay, dann werden wir jetzt noch den Majoi holen. Müsste da oben sein. Nein. Bomben. Genau. Ich sag ja, so schlimm ist das gar nicht, dass man so viele Items hat. Man muss einfach nur ein paar Mal Y drücken und dann kommt man schon zu den richtigen Sachen. Oh, okay, da ist er schon. So, kurz gewartet. Was hat einem Herrn Bogen für Stats? Okay. Warum hat der eigentlich so hohe Stats, also 200, das heißt hoch ist es nicht, aber die Zahl? Je höher die Maximalzahl deiner Herzen, desto höher ist deine Angriffskraft. Oh, das sind ja voll die geilen Bögen. Oder geile Waffe im Allgemeinen. Warte, hier geht's auch noch lang? Oder kam ich hier rein? Hier geht's auch noch lang. Aber hier ist nichts mehr, oder was? Nee. Moment mal, da habe ich ja noch einen Gang gesehen gerade. Oder nicht? Oh ja. Was ist das, der Ausgang? Hä? Da ist das andere ein zweiter Ausgang. Dann holen wir den auch mal, dass der auf der Karte markiert ist. Ich kann ja auch hoch. Ah nee, das ist der Weg gewesen, ne? Ja, okay, ist ein kleiner Gang dazwischen. Okay, alles gut. Okay, der war eine kleine Höhle. Dann gucken wir jetzt nochmal. Dann gucken wir nochmal richtig nach. Südakala-Fälle, Südakala-Becken. Hier unten weiß ich ganz genau, dass da in BOTW noch Namen waren. Vielleicht ist es ja auch da unten. Manchmal ist es echt ein Vorteil, wenn man BOTW vorher gespielt hat. Vor allem haben wir es ja jetzt gerade dieses Jahr nochmal 100% gespielt. Im gemasterten Mode. Ja, aber die grimmige Gottheit will ich haben. Vor allem ist es cool, dass wir die Klinge bekommen. Das ist mal was anderes, weil man sonst immer nur Rüstungsteile kriegt. Da bin ich mal gespannt, ob die kaputt geht. Oder ob die dann so wie das Maß ist. Weil wenn die kaputt geht, dann ist die natürlich totaler Quatsch. Ist wahrscheinlich die Belohnung halt, ne? Die sieht nur cool aus, aber kannst am Ende nicht gebrauchen, das Ding. Ich habe so viele Mützen schon. Schattenmütze, Himmelsmütze, Windmütze, Zeitmütze. Ich habe echt alle. ich will das aushaben. So. Ja, jetzt gucken wir nochmal richtig. Komme ich hier runter? Nein. Okay, da waren wir ja schon. Aber mehr ist hier nicht, oder was? War das nicht mal größer? Also hier war mal wesentlich mehr Schloss. Im BOTW zumindest noch. Hier kannst du ja nirgendwo reingehen mehr. Was gibt es das? Und das war's nicht. Ich könnte höchstens noch mal gucken, ob ich an den Seiten runterkomme. Oh! Das ist es, oder? Ja, es rammt da, ja. Okay. Ich wollte gerade eigentlich außerhalb lang fliegen. Was hat das mit Schlafdingens zu tun? Ist da über mir der Schlaflieder oder was? Oder haben die ja geschlafen? Hä? Okay. War jetzt ein bisschen Luck, ne, dass ich das gesehen habe, diese Lücke. Ja gut, da ist ein Bett. Wow.
Also das habe ich mir optisch ein bisschen anders vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Na egal. Gut, dann gehen wir jetzt zum Auge. Wieso keine Hose? Habe ich die Hose ausgezogen? Ups, das war gar nicht gewollt. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ich habe die ganze Zeit nur geguckt, wo ich noch gucken kann. Okay, das war jetzt aber echt Luck. Hätte ich diese kleine Lücke da nicht gesehen, dann wäre ich ganz woanders hin. Ich wollte nämlich einmal außen rum gehen und gucken, ob es noch andere Eingänge gibt. Ich wollte... Wo ist die Hose denn? Ich habe immer die Winterhose an. Wobei, jetzt brauche ich wieder das ganze Set erstmal sortieren. Das ist ja schrecklich hier. Schrecklich sortiert. Das kann man sich ja nicht angucken. Oh, Drache. Drache, das ist gut. Komm her, weißer Drache. Von dir leider noch gar kein Foto gemacht, glaube ich. Muss ich auch noch machen. Da muss man auch mal gucken, wie man den am besten abfarmt. Weil ich glaube, der ist erst leichter farmbar, wenn man gewisse Sachen geholt hat. Weil wenn man das nicht geholt hat, ist der, glaube ich, zu weit in der Luft immer. Ja. Ich glaube, wenn man das Marsch, das Schwert nicht geholt hat. Yeah, beim Fallen einfach geholt. Dann fliegt der Drache höher. Ja gut, jetzt müsste ich die Zeit vorstellen, ne? Egal. Okay, das... Warte, war da noch der Stall? Ist kein Stall mehr? Oh ja, der Stall ist weg. Das ist jetzt auch komplett... Ne, die Quelle geht runter. Ne, doch nicht. Das sieht nur so aus. Okay, das war das Wasser, was von oben runter geht. Ich hatte schon gehört, die geht... Nicht, kein Loch, aber das ist einfach eine Kuhle geworden ist. Da hinten ist auch noch einer, okay. Doch, da ist der Stall. Da ist er doch. Ha. Ich habe mich ein bisschen vertan bei der Sicht. Das lohnt doch kaum, die Drachen zu farmen. Für Sachen zum Aufwerten, Amigo. Das Reckengewand braucht die Schuppe. Dafür mache ich das. Und schon sind wir wieder unten. Oh, da ist ein Krogarino. Ich habe einen Krogarino gesehen. Den nehmen wir natürlich mit. Den hole ich mir. Du bist mein. Link darf das. Apropos, da wollte ich gerne nochmal rüber reden. Also wer jetzt nicht wegen Spoiler und so, muss mal kurz irgendwie weghören, wegschalten, ausmachen, was auch immer. Wobei ich weiß nicht genau, wie viel das jetzt spoilert, aber egal. Ich hau mal eine Warnung raus, weil wir vorhin darüber geredet haben. Wir hatten jetzt diese Sachen gesehen, diese Cutscenes und sowas. Und ich hatte beim letzten Mal, als ich diese Cutscene gesehen habe. Was? Oh Mann. Als ich die gesehen habe, habe ich auch irgendwie was erzählt von wegen, wie kann das denn... Oh, natürlich regnet es jetzt gerade. Klar. Lass mir das mal eben machen, dann sage ich das. Bombenfall? Bombenfall. Bombe? Bombenfall? Ich kenne das nicht. Okay, Moment. Moment. Da muss ich das eben rausfinden. Was muss ich da machen? Darf ich nicht auf den Boden kommen? Ich darf nicht auf den Boden kommen. Ach so. Ich habe das mich gerade gesehen, dass das Ding so geflogen ist. Und dachte mir so, ich darf nicht den Boden berühren. Ah, cool. Das erinnert doch an Pilot Wings. Das erinnert mich so ein bisschen an Pilot Wings. So, jetzt kann ich weiterreden. So, dann habe ich gesagt, dass das ein bisschen komisch ist mit der Zeit. Wie kann das sein, dass sie... Es ist doch kaum Zeit vergangen und trotzdem ist alles heile. Oder ist sehr viel Zeit vergangen oder nicht? Beim Schwert steht nämlich, das legendäre heilige Bandschwert aus dem Körper des Weißdrachen zurückerlangt. Über Äonen geheilt und gestärkt. Äonen. Aber es wird gesagt, dass wenn du dich in einen Drachen verwandelst, du eine Zeitreise machen kannst.
Ich habe mir extra nochmal die Cutscene angeguckt, wo das erklärt wird. Man kann als Drache Zeitreisen. Also, wenn sie aber in solche Zeit gereist ist, dann ist es doch ganz schnell gegangen. Dann war sie doch ganz schnell hier. Wieder in unserer Zeit. Das waren doch jetzt keine 10.000 Jahre. Dann. Das, weiß nicht, verwirrt mich ein bisschen mit der ganzen Zeitreise und die Zeiten, wie sie das... Na toll. Nein! Moment, was? Wie was? Nein! Die Zeiten überdauert? Man sollte darüber auch nicht so nachdenken. Ja, ich weiß nicht, ob man da so logische Folgerungen schließen kann. Warum es mich so ein bisschen zum Grübeln gebracht hatte, war nur... Also erstmal das mit den Ionen, was da steht. Wo ich denke, der Drache kann Zeitreisen. Aber wenn du eine Zeitreise machst, dann bist du schnell wieder irgendwo. Dafür sind Zeitreisen. Ja. So, geht das nirgendwo? Oh Mann. Ah, da ging's. Mist. Ah, geht doch. Aber die Tränen. Ich hab die Katzen halt gestern nochmal gesehen. Deshalb komme ich da auch drauf. Weil die bei jemandem im Stream war. Und